So Leute, recht herzlich willkommen zurück bei Let's Play Watch Dogs hier auf meinem Kanal. Heute mal in HD aufgenommen. Das ist dann zwar nicht komplett HD auf YouTube, weil der Windows Movie Maker das da ein bisschen komisch macht. Aber trotzdem ist die Qualität dann ein bisschen besser. Ich hoffe, dass das mit dem Rendern dann klappt. Warum rufst du mich denn immer an? Man denkt, hier gehe ich noch drauf. Sag mir, wie man an ein Rack rankommt. Du kommst nicht nah an ihn ran, Mann. Vergiss es einfach, er geht nie raus. Wartet mal kurz, ich mache mal kurz hier den Sound ein bisschen lauter, damit ihr das auch hört. Ich glaube, das war auch bei dem Spiel hier so, dass... Sprachlautstärke? Okay. Wieso höre ich denn das so leise? Ja, okay. Willst du das nochmal überdenken? Warte. Die Auktion. Er wird bei Quinns Auktion sein. Was für eine Auktion? So. Gut. Nicht so eine normale Auktion, nur für geladene Gäste. Dann besorg mir eine Einladung. Für wen hältst du mich? Okay. Ich melde mich. Sei bereit. Stimmt ja, wir sind ja bei Watch Dogs. Wie ist das gelaufen? Hast du einen Weg in Iraqs Gebäude gefunden? Ja, Badbug ist an Bord und wartet auf meinen Anruf. Sprechen wir über die Zugangskarte, die Iraq trägt. Sie ist der einzige Weg in den Raum. Ist eine RFID-Karte. Wir können sie klonen, aber du musst sehr nah ran. Badbug sagt, Iraq fährt zu einer Auktion. Das ist die Chance. Die Auktion, ja. Erinnerst du dich an Iraqs Aktenkoffer? Schwer zu vergessen. Damit hat er ihm den Kopf zertrümmert. Genau. Er sagte, da drin sei die Gästeliste. Du darfst mir jetzt danken, weil ich den Koffer verfolgt habe. Lass mich nachsehen. Du hast gut mitgedacht. Wenn wir den Koffer bekommen, findest du ja einen Namen auf der Liste? Einen, den ich borgen kann? Genau, was ich dachte. Ich schicke dir den Standort des Koffers. Super. Dann können wir ja eigentlich mal die Mission jetzt anfangen. Ich möchte auf jeden Fall hier die Story ein bisschen durchbekommen. Ja, toll. Jetzt soll ich hier komplett umdrehen oder was? Bin ich in die gänzlich falsche Richtung gefahren. Herrlich. Aber es gibt ja noch eine Alternativroute. So an der Wand lang, wisst ihr? Damit wir auch ein bisschen was von der Stadt sehen. So. Ja, auf jeden Fall hoffe ich, dass das dann mit dem Rendern klappt, weil ansonsten sehe ich hier ganz schön alt aus, wenn ich jetzt hier aufnehme. Das heißt, ich werde heute auch nur diese eine Folge aufnehmen. Werde das dann rendern, dann ist dann der Verlust, wenn es nicht klappt, gar nicht so hoch. Und ihr hört da jetzt hier gar nicht, was ich erzähle. Das wäre natürlich äußerst schade. Aber auf der anderen Seite kann man das natürlich dann auch nicht ändern. Ne? Man muss halt hier auch manchmal ein bisschen versuchsfreudig sein und das bin ich hiermit jetzt. Gegenverkehr und wieder rein. Hui! Rotkuh, wohnen. Du musst jetzt runter oder was? Okay, dann laufen wir mal. Danke. Wer hat 75% Rabatt? Alles muss raus. Der Verlust der Besitzer ist ihr Gewinn. Alle wollen sie. Er hat mir Bilder seiner. Ach, du warst mal eine Straßenkünstlerin. Und du? Welcher Mann macht denn sowas? Echt? Unter polizeilicher Überwachung. Krass. So, wir starten jetzt die Mission. Das Verbrechen ist mir jetzt erstmal ein bisschen egal. Der Typ zuschlägt. Bin ich hier. Ich muss vorsichtig sein. Ich kann mich sicher darauf verlassen, dass der mir im Quer schießt. Ja, dein Anruf. Okay, ich brauche jetzt erstmal den Aktenkoffer. Folgen Sie der Auktionsaktentasche und achten Sie auf die Übergabe. Ein bisschen die Kamera? Ja. Okay. Tut, er bewegt sich. Warte. Das glaube ich ja nicht.
Was? Quinns Jungs machen da was aus der alten Gangsterschule. Ein Koffertausch? Ehrlich. Und das soll funktionieren? Sowas habe ich noch nie gesehen. Warum machen die das? Wollen die das CTOS täuschen? Jeder, der das auf dem Monitor beobachtet, würde den Austausch sehen. Sie versuchen, die Überwachungssoftware zu verwirren. Interessant. Mist. Mann! Da sind ja ganz viele. Ja. Ha, typischer Schulle. Dann doch mal. Gut, das hat man ja jetzt alles schon. So. Haben wir hier sonst noch irgendwo Kameras? Jungs machen da was aus der alten Gangsterschule. Ein Koffertausch? Ehrlich? Und das soll funktionieren? Sowas habe ich noch nie gesehen. Warum machen die das? So. Wollen die das CTOS täuschen? Jeder, der das auf dem Monitor beobachtet, würde den Austausch sehen. Sie versuchen, die Überwachungssoftware zu verwirren. So, komm. Komm zu mir hier. Freund Blase. Ja. So. Das ist kein Spielplatz, ja? Gibt es hier nicht noch irgendwo Kameras? Ins Boot oder was? Nu? Soll ich das Boot verfolgen oder was? Der Koffer ist auf einem Boot, das flussaufwärts fährt. Ich habe hier Motorrad. Ich folge. Vielleicht sehe ich, wo sie hinwollen. Eine Sekunde. Was ist denn in der Nähe? Ich tippe, das wird eine kurze Tour. Ein letzter Übergabepunkt. Okay. Nein. Nein. Bob, da ist ein alter Yachthafen. Lucky Quinn hat ihn 1967 gekauft. Das muss es sein. Ist seit den 80ern für die Öffentlichkeit gesperrt. Naja, dann mal hinterher hier, ganz unauffällig. Hört's da? Ah, ja, toll. Da an oder? Oh, oh, oh. Komm, gib Gas. Ja.
Ja, Okay. Wie soll ich nicht beschatten? Oh Mann. Aua. Wie kann ich denn da noch hin? So weit geht. Okay. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es sinnvoll wäre, ins Wasser zu springen, weil... Wisst ihr? Wenn zur Not müssen wir es gleich machen. Wie auch immer ich den gerade beschatte. Infiltrieren Sie den Yachthafen. Naja, herrlich. Hier gibt es keine Kameras, wa? Also hier noch nicht. So. Dann schwimmen wir doch einfach mal hinüber. Schließ mal die Tür wieder. Wir sind ja anständig, ne? Also manchmal. Ne? Und hier hoch. Komm. Ne, hier. Da hoch. So, Leute. Cheater. Kannst du dich mal wegbewegen? Danke. Ist da oben hier noch rum? Warte mal, hier ist so eine Kamera. So. Blöd. Gucken wir mal weiter. Ey, wie, du läufst jetzt zu mir, mein Freund. Mal kurz ihn beobachten, was er macht. Sieht er mich? Nee, macht er nicht. Okay. Haben wir da noch eine Kamera? Und da ist auch noch eine Kamera. Ah. Noch ein Gegner. So, ja, aber wie soll man da denn jetzt rankommen? Warte mal. Bewegt er sich hier? Kann man den sprengen? Ich bin immer für Sprengen, wisst ihr? Das ist ja ganz, ganz praktisch. Ob den das erwischt? Weiß ja nicht, ne? Was ist mit dir? Hast du mich jetzt gerade gesehen? Das finde ich sehr, sehr unschön.
Komm ja nicht zu mir, mein Freund. Ich sag dir. Ich hau dir auch nieder. Können wir bei dem was sprengen? Gucken die Karte nur. Oh, warte mal, jetzt kommen ja da ganz viele. Kann ich mit dem was machen? Nee. Mit dem ohne nicht, ne? Nee. Dann nehmen wir mal die Kamera da. Hier die. Da muss es doch irgendwas geben, dass man hier irgendwas machen kann. Warte doch mal. Und die hat doch hier auch ihre Berechtigung oder ihre Begründung. Ist da? Oder dass irgendwas voll ist? Haben wir noch irgendwas zu sprengen? Hier kann man noch sprengen. Wir gehen alle da lang. Hier ist ja nichts Sprengbares. Nee. Schade. Also die sind ja jetzt alle abgelenkt, wa? Ich hier rein natürlich nicht. So. Magazin. Verdammt, was hat er mich erwischt? Du hast dich überschätzt, Mann. So. Wartet. Ah, fuck. Aber ich glaube, so können wir das machen. Dass wir die einfach alle da vorne anlocken. Ne? Ja, so machen wir das. Ja, genau. Komm noch ein Schokolade. Wisst ihr, uns ist jetzt mal egal, wie wir es genau machen oder wie wir es schön machen. Ich gehe mal hier. Ah, das ist natürlich geil. Pass mal auf, wir gehen wieder auf die Drehding hier. Dann können die uns nicht von hinten erwischen. Hier haben wir so ein bisschen Schutz. Warte mal. Wir können uns ja hier verstecken. Und dann können wir hier das so machen. Sniper-Elite, Alter. So, dann müssen wir jetzt nur noch warten, bis hier die anderen noch kommen. Weiter steht einer. Dann halt mal schnell. So, lad nach. Lade ich nach. Wie war denn das? Nachladen. Hä? Hm? Nee, so nicht. So lade ich nach. Ah, okay. So, wo sind die Gegner? Da hinten ist noch keiner zu sehen. Okay. Jetzt haben wir es ja schon mal schön eingeengt hier. Dann drehen wir jetzt mal die Plattform.
Rennen wir hier rüber. Achtung, Sie betreten ein Sperrgebiet. Jo. Machen wir es mal ganz systematisch. Voll ungewohnt für mich. Hm? Ach, da hinten. Hm. Ist ja auch keiner, ne? Nö. Ja, dann müssen wir dann doch hier hinten lang. Pass auf. Ja, ja, ist ja gut. Nur mit der Ruhe von Blase. Da oben läuft einer rum. So. Oh, Alter! Wieso können die denn die auf... Oh, ey. Jetzt da findest du hier mal was und dann ist hier... Eieieiei. Das ist ja herrlich. So, Freund Blase. Na, nun sag mal. Tot. Sehr gut. Hallo? Nanu. Ah. Interessiert ihn gar nicht. Schiete. So. Gut. Noch einer? Da war doch auch noch einer, oder? Ich glaube ja. Da kommt er doch. Schieter. Jo, Headshot. So. Jetzt gucken wir mal, wir hatten auch irgendwo einen Granatwerfer, oder? Da war der hier unten. Pump-Action-Granatwerfer. Naja, Logo. Logan! Naja, Sperrgebiet. Arschlecken Baumann. So, zeig mal, da hinten war doch einer, ne? Na, warte mal, wir können ja erstmal noch versuchen, mit den Sprengfallen welche auszuschalten. So weniger haben wir dann zu arbeiten. Hier, dann stand doch hier irgendwo einer an so einer Sprengfalle. Ne? Ja, der hier hinkommt. Den können wir dann hier schick tot machen. Genau, stell dich davor. Ja, komm mal her. Schade. Hm. Genau, komm vor. Komm her. Jo. Der ist. Wir sind dann noch drei. So, laut nach.
Mist. Nicht mit mir, Freunde, nicht mit mir. So, dann nehmen wir erstmal die Pumpe. Ist die vollgeladen? Ja. Achso, warte. Ein Prosit, ein Prosit. Hä? Wie soll ich denn da reinkommen? Hallo? Muss ich da gar nicht rein? Steht das Ding hier? Na? Hä? Hä? Nee. Wie kletter ich denn nochmal? Alter! Ist mich doch verarschen, oder? Hm? Also kann ich nicht mehr klettern? Ist meine Taste. Hä? Ach Leute. Ah, oder? So, naja. Was soll's? So, was soll ich benutzen? Auch da ist der Aktenkoffer einfach. Naja, deine. Ne? Und meine? Ich schicke die Gästeliste aus dem Koffer. Worum es auch gehen mag. Der Club geht kein Risiko ein. Die Security wird streng. Okay, dann finden wir dir eine passende Identität. Kein Stammgast. Irgendjemand aus dem Ausland. Jemand, den sie nicht kennen. Okay. So, hier steht mein Boot. Das nehmen wir uns. Kannst du einen Mr. Pang spielen? Ich glaube nicht. Gibt es Europäer? Nicholas Christus. 32 Jahre alt. Auslandsamerikaner. War seit 12 Jahren nicht hier. Das passt doch. Oh mein Gott. Hier sind seine Präferenzen. Der Mann ist krank. Und ekelhaft reich dazu. Wird man ihn vermissen? Wie vermissen? Clara, wenn ich seine Identität stehle, darf er meine Deckung nicht auffliegen lassen. Das heißt, er muss sterben. Oh. Da ist was dran. Meine Schwester wurde entführt, Clara. Ich werde alles tun, um sie zu befreien. Hör mal, wenn das zu viel ist, kannst du aussteigen. Ich verstehe das. Nein. Alles gut. Das Schwein wird niemand vermissen. Ist ein guter Treffer. Er soll sein Auto bei einem Händler abholen. Tschüss. Okay. Ich treffe ihn dann. Also Rapid Cap. Heute noch mal gar nicht hin, ne? Ich weiß ja nicht, wie sie auf den Namen gekommen sind. So. Damit haben wir einen Levelaufstieg? Nee, noch davor. Schade. Hi, hier ist Aiden. Jacks Onkel. Ich wollte nur sicher gehen, dass alles gut läuft. Zuerst will ich wissen, ob Nikki okay ist. Wir haben nichts von ihr gehört. Sie verarbeitet noch ein paar Dinge. Sie braucht etwas mehr Zeit. Nun, Jackson vermisst dich fürchterlich. Sie könnte wenigstens anrufen. Er ist sehr angespannt und fühlt sich nicht wohl hier. Ich verstehe. Und lasse es Sie wissen. Wenn Sie Probleme mit Jax haben, egal was, wenn er wegläuft oder so, dann rufen Sie mich bitte an. Mach ich. Und sie kümmern sich um ihre Schwester. Ja. So, okay, Leute. Dann wünsche ich euch erstmal einen schönen Morgen, miteinander, Abend, eine schöne Nacht. Wir haben auf jeden Fall jetzt wieder eine Mission geschafft. Das einigermaßen gut auch für meine Verhältnisse, ne? Meine ein oder andere von euch wird sich drüber totlachen, weil er die Mission direkt beim ersten Mal geschafft hat. Ich bin halt der Schulle und das ist halt Schulle-Style. Und ja, ich hoffe dann, dass er beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Let's Play Watch Dogs mit Schulle. Bis dann, tschüss!